Hey Leute und herzlich willkommen zu Call of Duty Black Ops und zwar in der Söldnerschwierigkeit jetzt endlich mal nach 3 Wochen nach der Abstimmung. Ich meine mich zu erinnern, dass da 82% für Söldner gestimmt haben. Ich kann es ja nochmal kurz einblenden und jeden neues Spiel auszuwählen bei dem Scheiß hier. Ich mach das mal mit der Maus. Ich glaube, das geht ein bisschen besser. Ich mache das mit Gamepad, einfach nur, weil es nochmal ein bisschen schwieriger ist. Und der Timer ist einfach nur da, damit man zu jeder Zeit weiß, wie lange ich da jetzt gerade dran sitze. Und vielleicht mache ich auch noch einen Death Counter oder sowas. Mal gucken. Ich bin gespannt, was mir so einfällt in der Post-Production. Und wer hat dieses Vorgehen abgesegnet? Fresse. Dann starte ich mal den Scheiß jetzt. Oder vielmehr jetzt sofort. Ich verstehe es nicht, ne? Das funktioniert, aber ich kann nicht auswählen. Auf jeden Fall, Söldner, ich hatte ehrlich gesagt erwartet, dass Veteran ausgewählt wird. Also mache ich das jetzt mit dem Controller. Schrecklich sein. Ich habe das nur mal kurz getestet einmal. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut. Moment mal. So, mal gucken, ob das besser ist. Ich kenne schon die Laut. Oh ja, das ist besser. Wir kämpfen uns durch die Straßen vor. Mason, zu mir. Boah. Ich spiele selten mit Controller. Tatsächlich. Ja, ist jetzt spannend, weil ich sag mal, hier bin ich auch immer recht unvorsichtig tatsächlich bei dieser Stelle. Kann auch sein, dass ich hier jetzt gleich ein Dutzend Mal sterbe. Kann auch sein, dass ich sofort schaffe, weil ich doch ein bisschen vorsichtiger bin. Aua. Ja. Na zum Beispiel. Okay, das ist Carlos. Das ist nun mal kein Feind, wa? Der liest ja nun mal einen guten. Aua. Und jetzt einfach mal zum Auto. Ich habe kein interessantes Commentary, ehrlich gesagt. Was musst du dich nochmal drücken jetzt? Das war eigentlich linke Maustaste. LT, okay. Ne, rechte Maustaste war das. Jetzt. Junge, 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 nach all den Jahren ist das immer noch an sich eine richtig schöne Szene. Und trotz der mutigen Textur, aber naja. Wir verlieren ihn. Mason, Sie sind der Polizei entwischt. In der Schweinebucht liegt der Angriff. Sie waren unterwegs zu Castros Anlage. Wir verlieren ihn. Nochmal, wir haben keine Wahl. Ja! Was soll das? Ja, echt, ey. Das steht da nicht drauf. Da ist die Anlage. Carlos und seine Leute sollten jeden Moment den Flugplatz angreifen. Das ist das Signal. Einklinken! Jawohl, einklinken. Bin ja da, bin da, bin da. Es geht los. So. Ich habe gar nicht darauf geachtet, ob sich irgendwie Rutz und Wurmen umgezogen haben währenddessen, also zwischen der ewigen Mission und jetzt. Bei Mason wirkt das irgendwie schon so, als ob er immer noch dieselbe Klamotte hätte. Wahrscheinlich dieselbe Oberteil, aber halt noch neue Ausrüstung im Fahrzeug gehabt oder so, ne? Also Rucksack und sowas. Also es wird jetzt kein Speedrun, kein 100% dran oder so ein Scheiß. Also kein Intel jagen und so. Das ist einfach nur just for fun. Söldner mal eben machen. Ich würde das gern live machen, aber mit dem Internet, was ich hier habe, wird das nicht möglich sein. 250 Kilobyte Upload. Matschig? Wird es sein. Aber, also es wird nicht schön anzusehen sein. Da kriegt man ja Augenkrebs oder sowas. Baumen, linke Flanke. Hallo! Deswegen tue ich jetzt einfach mal mein Bestes, so zu tun. Als, wenn ich die ganze Zeit irgendwas Interessantes im Chat lesen oder sowas. Oder als ob ich irgendwie mit jemandem quatschen würde. Das Schöne ist,
Wenn ich nichts mache, dann greifen die irgendwann an. Also hier, die beiden. Ne? Ah ne, also ich glaube, ich habe da gerade einen Trigger betreten, deswegen. Da kommt noch einer runter mit der Skorpion, ne? Oh. Nehme ich auch gerne. Wobei, wenn ich eine Skorpion mit Magazinerweiterung finde, zum ehrlich. Jawohl, okay, die spawnen sind hier mal gleich. Finde ich nett. Das wird jetzt lustig, weil ich mache das halt eigentlich immer so. Ah, der ist nicht gestorben. Ja, und hier jetzt kleiner Trick, ne? Können einen nur schlecht treffen und da wir nun mal Gamer sind, kriegen wir schon hin. Ah, er ist einfach umgekehrt. Ich bin wie so ein Rentner am Gamepad. Und hier gibt es auch kein Auto-Aim, also. Nicht relativ am Arsch, Digga. Nee, mal gucken. Ich hoffe, dass es diesmal länger hält wie das letzte Mal. Ja, links lang. Einfach Dauerfeuer, das hilft schon. Boah. Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann. Also ich spiele jetzt ja gerade die Kampagne, ne? Was ich mir überhaupt nicht vorstellen kann, mehr Spieler oder Zombie-Modus. Das ist für mich nicht denkbar mit Gamepad. Doppelbelegung ist auch schön. Na. Hello. Kontakt erledigt. Ja, also normalerweise würde ich hier jetzt so durchrushen. Ich glaube, das war ein bisschen humaner, anstatt den leiden zu lassen. So, Raum geklärt. Moment, das Nest ist leer. Wir gehen weiter. Behalt euch lieber die. Boah, Moment mal. So. Ah, schon besser. RPK oder RPK mit A-Kopf? Ich glaube nicht mit der A-Kopf, mit ACOP. Ja, Entschuldigung, Woods, aber das muss mal eben sein. Ich brauche neue Ausrüstung. Jaha, komme. So, jetzt mal eben den Ziel fast rum. Double. Ups. Das war doch in der Birne, oder was? Okay, das lag jetzt nicht an der Schwierigkeit, sondern einfach nur daran, dass ich dumm bin. Mal gucken, vielleicht treffe ich jetzt besser. Jawohl. Ja, gefühlt nur zwei Treffer und dann ist er weg, Alter. Alter, die alten Spiele sind aber auch so janky, ne? Hat er? Hat er. No, aua. Jaha. Danke, Bowman. Danke für den Tipp. Das hilft nur leider nicht. Viecher, wir haben Aimbot. Für die Typen. Die Bots. Die KIs. Übrigens habe ich einen Uncut-Patch installiert. Also, wer beim kleinsten Anblick von dem Körperteil kotzt. Hier, bitteschön. Viel Spaß.
Ja. Nee. Pepper, Dauerfeuer. Ihr Ficker. Moin. Wutz, ich bin ganz deiner Meinung. Moment mal, gibt's ja, es sollte eigentlich Untertitel geben, ne? Ha, okay, dann keine Untertitel. Vielleicht. Geh ich mal hier auf die linke Seite, weil nach rechts geht meist ein Raketenwerfer hin. Nee, ganz langsam und in Ruhe. Boah. Ich hoffe nur, dass ich hier jetzt gleich nicht den Bug in der Mission habe, dass da. Sobald der BTR da ist, einfach gesagt wird: Ja, durch ihre Aktion ist ihr Team gestorben. Da reicht es auch schon, den BTR zu zerstören. Schon hat man diese Meldung gekriegt. Aber scheint diesmal nicht so. Finde ich nett. Ja, ich bin unterwegs. Gut. Finde ich auch nett, dass das alles dieselben Synchronsprecher sind. In Black Ops Cold War wie hier. Außer bei Weaver. Der Rest weiß ich nicht so. Also Adler ist ja Nummer 9, ne? Ah, Black Ops Cold War würde ich auch so gerne hier auf dem Kanal spielen. Was mache ich hier nach? Was hasse ich ja, ne? Wenn die verbündeten NPCs eine andere Laufgeschwindigkeit haben wie man selber. Ja, bin unterwegs. Hoch, Mason, lauf. Jetzt. Töten, was das Zeug hält mit meinem M60 oder was ich hier habe. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist ein M60. Auf jeden Fall Großkaliber, schießt nicht ganz so schnell. Aber schon recht flott ballert. Ey. Nicht schummeln. Erledigt, ihr Ficker. Ey, nicht nur Sport. Illegal. Ja, ich auch. Moment, ich werde auch beschossen. Also. Jaha. Ja, ich. Wirklich ist die Gesundheitsregeneration hier relativ flach. Jetzt müsste an dieser Stelle. Und fertig. Man muss tatsächlich eigentlich nur einmal ballern. Ab dann kann man sich im Spaß erlauben, das Ding kriegt halt keinen Schaden eigentlich mehr. Hab ich noch nicht ausgiebig getestet, will ich auch nicht. Gerafchenko! Sie sind tot. Wir haben sie getötet. Meinen Doppelgänger. Dachten Sie, Ihr Plan wäre geheim? Wir wissen alles. Machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Betrachten Sie ihn als Geschenk unserer neuen Beziehung. Aber sorgen Sie dafür, dass er leidet. Das wird er. Mehr als in seiner dunkelsten Vorstellung. Ich habe Pläne für dich, Amerikaner. Oh ja. Ups. Bloß nicht. Dragovic tat es sicher.
kann hier auch nicht, ne? Ist das ein Scheiß? So, jetzt kommt erstmal wieder die Zwischensequenz. Macht viel Spaß.